Mit Katalog Nummer 14, verehrte Zuschauer, präsentiert sich nun der gekörte Westfalenhengst Danny DeVito. Dreijährig ist er nun, bekam im vergangenen Jahr hier in Münsterhandorf sein positives Körurteil und ist ein Sohn des Debo, der selber vom De Niro und Sandro Hit abstammt. Mutter ist hier die Staatsprämienstute Fräulein Lotta vom First Final. Dann die Verbandsprämien und Leistungsstute springen Carlotta vom Charisma 1 und L'Amoureux 2. Und er hat bereits einen gekörten Halbbruder vom Franziskus mit Namen François. Aus dem weiteren Stamm hier die gekörten Vererber Adlerflug, Granat oder auch Discoprinz und Prometheus. Die 14, Danny DeVito. Und Danny DeVito gehört mit zu den Hengsten und Pferden, die wir hier in Münsterhandorf in der Präsentation sehen, die hier rummarschieren, als wenn sie seit vielen Jahren unter dem Sattel wären. Dreijährig, seit kürzester Zeit erst unter dem Sattel. Und meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie das sehen, dann würden Sie doch nicht glauben, dass dieses Pferd erst 3 Jahre jung ist. Der geht hier daher, als wenn er schon lange geritten wäre. Und wenn man ihn sich jetzt noch ein bisschen mehr geöffnet im Ganaschenwinkel wünschen würde, dann wäre es schon der Perfektion sehr nahe. Sehr schönes, aktives Traben. Ein Trabablauf, der wirklich aus dem Hinterbein heraus entwickelt ist. Sehr schön im Zweitakt, gut im Tempo. All das ist wichtig und dieses Pferd schon in sehr gutem, natürlichen Gleichgewicht wird uns hier von Falk wirklich sehr, sehr ansprechend in Szene gesetzt. Falk, wechsel mal die Hand bitte. Und wenn du ein gutes Gefühl hast, immer mal überstreichen. Warum? Damit er selber sein Gleichgewicht findet. Jawohl. Ihm keine Chance geben, sich so ein bisschen auf dem Gebiss abzustützen. Wunderbar. Sehr schön. Wow. Herrlich. Tolles Reiten. Tolles Präsentieren eines dreijährigen Pferdes. Und ich sagte es vorhin schon mal, da haben wir einen Dreijährigen gesehen, der erst im Sommer 3 wird. Dieser hier, der Danny DeVito, ist schon dreijährig. Wenn junge Pferde geritten werden, dann muss man es genau so machen, wie wir es hier in Münsterhandorf sehen. Das ist pferdegerechtes Ausbilden. Und jetzt Galopp schön nach vorne anlegen. Eine Idee mehr nach vorne. Oh, sehr schön. Nicht der neigt dazu, so ein bisschen im Galopp hinter dich zu kommen. Dann meint man, hoi, den könnte man schon versammeln. Das geht natürlich nicht, sondern der muss erstmal seinen natürlichen Galoppsprung unter dem Sattel zeigen und erstmal mit einem großen Galoppsprung hier außen herum sich bewegen. Ladies and Gentlemen, this horse has a lovely, lovely natural balance. 3 years old, with a lovely trot and a good canter, and the energy is really coming from behind in the trot and in the canter movement. And Falk, who is the rider and trainer of this horse, which is just a couple of weeks under the saddle, is doing a great job, no problem. Oh. And this is what we want to see. This horse has a positive motivation. If the horse started canter right, expected canter right, and this is what we want to see. We want to see horses who love the job which they are doing. Oh, lovely. Lovely transition and then big canter strides. Lass ihn schön galoppieren. Und ich sagte gerade, als Falk mit Danny DeVito auf der Wechsellinie war, als er dann einmal aus Versehen links selbst angaloppierte, das ist etwas, wo ich als Reiter sage, wow, klasse. Solche Pferde wollen wir haben, die mitdenken, die gerne ihren Job machen und dann auch mal übermotiviert sind. Das wäre so, wenn er ein Schüler
wäre, dann würde so ein Pferd in der ersten, oder wenn er Mensch wäre, Pferd kann ja nicht in der ersten Reihe sitzen, aber wenn so einer Mensch wäre, der würde in der ersten Reihe sitzen und immer, wenn der Lehrer, die Lehrerin eine Frage stellt, wird immer der Finger oben sein. Der will einfach einen guten Job machen. Der will sich anstrengen, der hat Lust zu arbeiten und will dem Lehrer gefallen, wenn er Mensch ist. Und in diesem Falle will dieses Pferd dem Reiter gefallen. Super. Sehr schön, wie du das machst. Nicht unter so einem Reiter, in so einer Weise fühlen Pferde sich wohl. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Pferde müssen sich wohlfühlen, dann entwickeln sie am Ende auch ihr optimales Potenzial. Und sehr schöner Schritt. Gib ihm ruhig mal hingegebenen Zügel. Muss unheimlich aufpassen bei diesen Pferden, auch dazu gehört dieser hier. Wenn man jetzt Schritt reitet und hat ihn immer so ein bisschen eng, dann tritt er im Schritt nie wirklich ans Gebiss heran. Er zieht nicht ran. Insofern mein Tipp auch für den Kunden dieses Pferdes, Schritt reiten, nach Trab- und Galopparbeit, nicht am langen Zügel, sondern mit hingegebenem Zügel. Wirklich weg die Hand und dann ihn gehen lassen, dass er sein natürliches Gleichgewicht findet und die Nase nach vorne schiebt. Nicht, sonst geht er immer sein Leben lang so ein bisschen eng. Wir haben leider viele Pferde, die das machen, bis hin zu Pferden, die auf Grand Prix-Niveau gehen, immer so latent ein bisschen eng sind. Super, so musst du ihn gehen lassen. Das machst du ganz, ganz toll. Sehr sympathisches Reiten. Und jetzt durch die ganze Bahn, beziehungsweise durch die Länge der Bahn wechseln. Ladies and gentlemen, that's a lovely, lovely horse. I think very well to train. A horse with a lot of motivation. And I can't believe that this horse is just 3 years old. Totally on the right way. And I just said in the German language, these kind of horses you have to ride not with a long, but with a loose rein in the walk, so that he can open his throat latch. Falk, vielen herzlichen Dank. Danny DeVito, ein dreijähriger Hengst, der, ja, wo man es eigentlich relativ kurz machen kann, wo man eigentlich nur darauf wartet, dass hoffentlich bald Turniere losgehen und dass man endlich Jungpferdeprüfung mit dem Danny DeVito reiten darf und dann einfach nur genießen.